Das Jeremy Project Kongo gibt es nun bereits seit 7 Jahren. 2017 bin ich, Tabea, das erste Mal in den Kongo gekommen, in den Ostkongo, in das Chai-Krankenhaus in Bukavu, wo ich Patrick kennengelernt habe. Wir haben Jeremy operiert, den wir dann über Spenden aus dem Krankenhaus befreit haben, gemeinsam mit noch anderen Kindern, und dann über Spendengelder zurück in die Schule geschickt haben. Denn es gibt keine Krankenversicherung. 2018 haben wir mit einem Team Ehrenamtlicher der LKG Brühl ein Jeremy Project Kongo gegründet, mit den ersten Flyern der ersten Website. Und wir haben viele Präsentationen gemacht, sowohl im Kongo als auch in Deutschland. 2018 konnte ich Jeremy wieder besuchen und ihm von dem Projekt erzählen. Ich habe wieder arbeiten dürfen dort und auch 2019 weiter in Deutschland Präsentationen machen können. Wir sind in einigen Zeitungen erschienen und haben uns gefreut an dem Interesse, das besteht. Wir haben im Kongo gefragt, was brauchen denn die Menschen? Und sie haben nicht bettelnd ihre Hände gehoben, sondern die Mütter unserer Patenkinder haben gesagt, helft uns, eine Ausbildung zu kriegen. Falls der Spendenfluss versiegt, würden wir gerne unsere Kinder selber wieder zur Schule schicken können. Und so haben wir eine Ausbildung im Nähen angeboten. Das wurde natürlich zu klein, dieser kleine Raum in Bukavu. Und so haben wir außerhalb von Bukavu Ende 2019 ein Gelände erworben und einen Verein gegründet. Das Gelände wurde sofort benutzt für landwirtschaftliche Zwecke und wir haben in dem Dorf rumgeschaut und gefragt, was braucht ihr? Und sie wollten eine Ausbildung haben. Und so haben wir den ersten Stein gesetzt zu unserem Ausbildungszentrum, das 2021 dann eröffnet wurde. Es bietet mehrere Ausbildungszweige an, IT und Nähen, aber auch Englisch, Alphabetisierung und ein Handwerk erlernen. Nebenbei brauchten wir aber noch einen Safe Place für Kinder, die sonst immer auf den Straßen, auf den gefährlichen Wegen spielten. Und so haben wir einen Basketballplatz eröffnen können, alles über Spenden. Jetzt pro Woche sind hier 250 Kinder sicher am Spielen und natürlich unter Anleitung. Mit dem ersten Team haben wir 2022 dann einen Spielplatz errichtet, Place to Be. Und das hört sich ein bisschen an wie im Schwimmbad. Stimmen. Und dann haben wir 2022 die Zusage bekommen, eine Schule bauen zu können. Und die haben wir dann gebaut. Zwischenzeitlich mit dem zweiten Team haben wir eine Photovoltaikanlage auf das Dach bekommen, weil wir sonst überhaupt keinen Strom für unsere ganzen Laptops haben könnten. Und im September 2023 ist die Schule, eine wunderschöne Schule, eröffnet worden. Über 230 Kinder können hier jetzt finanziell sorgenfrei zur Schule gehen. Noch nicht sind alle finanziell unterstützt, aber darauf hoffen wir noch, auf mehr Paten. Im September 2023 haben wir dann die Zusage bekommen, eine Textilmanufaktur bauen zu können, damit Frauen einen sicheren Arbeitsplatz kriegen können. Und am 26. Juli haben wir den dann mit dem deutschen Botschafter aus Kinshasa offiziell eröffnet. Mit dem Team, mit dem wir im Juli 24 im Kongo waren, haben wir auch die Arztpraxis weitergebaut, die jetzt bald hoffentlich eröffnet werden kann. Im August ging es gleich weiter mit einer krassen Containeraktion. Es ist noch nicht ganz geklärt, wann der Container gehen kann. Er ist zwar schon fast voll, aber die Finanzierung ist noch nicht ganz geklärt. Wir haben dann eine Einladung zum ERF bekommen. Wer ausführlich von uns hören will, im ERF-Gespräch ist es nachzuhören. Das sind unsere Mitarbeiter im Kongo, mehr als 30 sind es geworden, aber dahinter stehen viele, viele deutsche Gemeinden, Organisationen und wir sind so dankbar auch für eure Unterstützung für dieses Projekt. Seid gesegnet und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder live.